Oh, was will die denn so früh hier? Morgen. Grüß dich. Na? Na, bist gerade erst aufgestanden? Ja, ich habe Leonie schon in den Kindergarten gebracht. Und da habe ich mich noch mal was hingelegt. Ich war so müde. Ich habe die ganze Nacht vor Aufregung gar nicht schlafen können. Heute ist ein großer Tag. Ja, ne? Ich freue mich so. Gott, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich bin mich auch gerade am Fertigmachen. Okay, dann setze ich mich ins Wohnzimmer. Okay. Sie freute sich so auf ihr Date und das kann ich auch so richtig nachvollziehen. Da hat man so ein Kribbeln im Bauch und ist ja auch für sie total wichtig. Alles klar, Dumme? Ja. Das war schon merkwürdig, als ich die Kondome da gefunden habe. Sie hat mir doch erzählt, sie hatte schon seit Ewigkeiten keine Männer mehr und hat doch jetzt erst das Date. Du malt Leonie im Kindergarten? Ja, natürlich. In welchem Kindergarten wird denn nicht gemalt? Die sind aber schon lieb und nett zu Leonie, ne? Ja, natürlich. Warum sollten die das denn nicht sein? Oh, das sieht also auch schon ganz schön geil aus. Aber ich will ja nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Domme, wieso hast du denn einen Trennkostkalender? Ich habe einen Trennkostkalender? Ja. Was ist denn Trennkost nochmal? Ja, da trennt man die Nahrungsmittel und dann nimmt man ab. Aber Aha. Der ist von 2000. Den hat sie wohl nie benutzt. Da hat sie sich wohl eher vom Kalender getrennt. Oh, Marianne fragte mich dann ständig irgendwelche Sachen. Die rief ständig irgendwas aus dem Wohnzimmer. Ich weiß gar nicht, was die gemacht hat, ob die da in meinen Klamotten rumgewühlt hat. Aber ich hatte ja auch keine Zeit. Ich meine, ich musste mich ja fertig machen. Domme, ja. Wo bleibst du denn? Bist du fertig? Nee, noch nicht. Soll ich dir helfen? Nee, ich krieg das schon hin. Mensch. Bist du sicher? Ich komm gerne ja. und helf dir. Nein, ich krieg das schon hin. Ich kann das allein, ich bin schon groß. Na. Und dann kam sie aus dem Badezimmer raus. Oh mein Gott, wie siehst du denn aus? Wieso, ich sehe da gut aus? Wo hast denn du das überhaupt her? Das habe ich mir gekauft. Ich fand das total sexy. Das ist unmöglich. Das ist mindestens 5 Nummern zu klein. Und was hast du mit deiner Haare gemacht? Hast du ein Vogelnest auf dem Kopf, so wie, oder was? So wie der Friseur. Haarschaum Ach, wie ein. Der Friseur? Du spinnst doch. Der Friseur hat sie dir vernünftig gemacht. Und du? Du siehst aus wie eine Trümmertranse. Wie so ein Ach, sprechender Mülleimer. Ganz furchtbar. Was ist denn mit der Strumpfhose? Was soll denn damit sein? Das ist der Zwickel. Der kommt mindestens bis hier oben hin. Aber nicht an die Knie. Und kaputt ist die Strumpfhose auch. Ja, das ist mir beim Anziehen passiert. Ja, die kannst du sowieso nicht mit rausgehen. Stell dir mal vor, du bückst dich mal einmal kurz. Kann man sofort deinen Arsch sehen. Ja, dann muss ich halt aufpassen. Findest du, ja, du spinnst. Der rennt doch sofort weg. Quatsch. Unmöglich. Also so richtig nuttig. Assig sieht das aus. Also so, wenn ich ein junger Mann wäre, ich würde dich von Weitem sehen. Da würde ich schon abwehrig. Wieso? Das ist doch total sexy. Das ist nicht sexy. Red dir doch so einen Scheiß nicht ein. Der Gürtel, der müsste mindestens 1 Meter länger sein. Ja, dann der, machst war, einfach der war ein bisschen rein. Kurz, aber passt ja, doch. Ein bisschen kurz, Strumpfhose ein bisschen kaputt und angemalt wie ein Pfingstochse. Ja, super. Wieso angemalt wie ein Pfingstochse? Die hat doch gesagt, Rouge auflegen. Und ich habe mal gehört, dass man den Lidschatten passend zu der Augenfarbe nehmen soll. Okay, und mit der Lippenumrandung, ich hatte jetzt keinen hellen, also habe ich dann den schwarzen genommen. Dann hatte die das Rouge so doll aufgetragen, das war so kräftig. Ich habe erst gedacht, die ist rechts und links gegen die Badezimmerwände geklatscht und das wären Blutergüsse. So kannst du nicht losgehen. Weißt du, um das Gesicht, das wäschst du dir noch mal komplett ab und dann schmink ich dich mal so ganz dezent.
Zum ersten Treffen geht man so nicht. So geht man eigentlich nirgendwo nie hin. Ja, ist ja gut. Das geht nicht, wirklich. Und jetzt? Ziehst du dich um und machst dir das Gesicht wieder sauber. Ja, okay, mach ich. Ja, aber zackig. Die sah so fürchterlich aus. Ich habe mich so geschämt in dem Moment. Und nur gedacht, wenn die jetzt so zu dem Date geht, dann ist alles vorbei. Ich habe Marianne dann versprochen, mich abzuschminken. Sie wollte mich dann schminken. Okay, meinetwegen soll sie. Und dann sollte ich mir noch die Haare waschen. Na gut, habe ich dann auch gemacht. Dann dachte ich mir, gehst mal hinterher und guckst, ob die sich auch wirklich abschminkt. Und was macht die da im Badezimmer? Da hat die eine Tüte Flips in der Hand und ist am Essen. Bist du schon wieder am Essen? Ja. Du sollst dich fertig machen. Mach ich doch. Gib mir jetzt die Flips her. Verdammt noch mal. Du kannst Mann, doch nicht die sind essen. Doch leid. Leid, leid. Ich bin es leid. Deine ständige Fresserei. Jetzt gib mal hier ein bisschen Gas. Mach dich fertig. Ja. Zieh dich an. Mach dir die Haare. Und weißt du, was wir mit den Flips machen? Hier. Und tschüss, Flips. Mann, was machst du denn? Ja, du brauchst keine Flips. Es geht doch nicht, dass man sich vor dem Date noch so voll frisst. Die hat aber auch wirklich kein Gefühl für sowas. Sehe yeah. Und Scheiß hier. Mann, was machst weißt du denn Weißt du, die da teuren auch? Klamotten hast du neben dein Scheißhaus stehen. Oh, ja. Verdammt noch mal, jetzt sieh zu, dass du fertig wirst. Oh, ja. Mann. Gib Gas. Dann habe ich mir gedacht, dann ziehst du wenigstens deine schicken Federohrringe an. Die haben ja auch farblich richtig toll zu dem Outfit gepasst. So siehst du super aus. Das ist schön. Rouge und Wimperntusche dezent genug. Genau, genau. Jetzt setz dich mal hin. Aber was hast du denn da am Ohr? Ist das ein zerrupfter Vogel oder was? Nein, Ohrringe. Also mach mal raus, das geht nicht. Aus wie Papagei. Nee, das geht wirklich nicht. Guck mal, jetzt bist du so toll angezogen und siehst so super aus. Jetzt kannst du doch nicht dann hier so einen Scheiß da an den Ohren machen. Ist ja gut. So, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Wimperntusche drauf. So finde ich das gut. Ich denke mal, so kannst du dich zeigen lassen. Aber weißt du was? Mach dann. Wir sind jetzt fertig. Wir könnten jetzt gehen, denn ich begleite dich wenigstens noch bis zum Café. Okay. Ja? Ja, danke. Okay. So, ich gehe mir noch schnell Schuhe anziehen, ne? Ja, mach das, Kind. Oh, was ist los? Ich bin nur so aufgeregt. Ich habe mich verschluckt. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Dann komm, hast du dich irgendwie verschluckt oder so? Ah ja, geht. Alles gut? Ja, ist okay. Dann lass uns jetzt. Ich habe mir dann auch noch ein paar Chips eingepackt. Musste Marianne ja natürlich nicht mitkriegen. Das Knistern, als ich die Tüte rausgeholt habe, habe ich dann einfach mit ein bisschen Husten überspielt. Hat sie gar nicht mitbekommen. Let me get down ready. I'm ready. Uh-huh. Come on. Now slide, slide, slide to the bar. Shine, shine, shine.